Freunde, noch ein kleiner Clip zur Anwendung vom Optibrett. Hier haben wir das Optibrett. Dann nehmen wir einen Löffel, so ein kleines Batzel, wenn man von sagt, heraus. Dann verrührt man das Ganze. Verrühren. Das Ganze schaut dann so aus. Dann nehmen wir unseren Futterkalk. Streuen wir den Futterkalk drüber. Wie man sieht, bindet das Optibrett den Futterkalk super ans Futter. Ist auch keine große Sauerei nicht. Und der Futterkalk ist super gebunden. Hängt an jeden Korn und das bekommen jetzt die Zuchthaube.